Natascha Kohnen. Förmlich aus dem Nichts kommend ist sie plötzlich da. Ministerpräsidentin will sie werden. Ein Stuhl, der möglicherweise ein bisschen groß ist für eine Frau, die 50 Jahre jung und auch noch von der bei den Bundestagswahlen besonders auch in München schwächenden SPD ist. Ich will einfach aus den alten politischen Schienen raus. Das Klassische, wo die Leute auch sagen, Mensch, davon haben wir eigentlich echt die Nase voll. Ich möchte einfach mitten reingehen. Und wir sind hier in einem Café mit Buchhandlung. Da fühle ich mich wohl. Da sind total viele Menschen, mit denen man ins Gespräch kommt. Ich fahre auch jeden Morgen mit der U-Bahn zu meinem Job. Und einfach mittendrin. Das ist das, was ich erreichen will. Flankiert von potenziellen Spitzenkandidaten der SPD scheint es, als wolle die Partei den Wähler mit einer Art Anti-CSU-Kandidatin konfrontieren. Geschlossenheit ist angesagt. Und für uns war klar, es wird keine Kampfkandidatur geben. Die anderen streiten sich im Moment und da ist es doch gut, wenn die SPD geschlossen und einig in die Wahlauseinandersetzung geht. Und für mich steht fest, Natascha Kohnen ist eine super Frau. Das ist genau das, was jetzt auch das kontrastierende Element zur CSU ist. Reiner Männerverein, die zoffen sich und sie ausgestattet mit menschlicher Wärme, mit politischer Kompetenz, mit politischer Durchsetzungsfähigkeit ist da ein gutes Gegenbild dazu. Deshalb ist sie eine super Spitzenkandidatin. Unsere Themen hat Natascha Kohnen schon zu einem guten Teil selber erlebt und kann sie deshalb repräsentieren wie keine andere. Unter anderem fordert sie als Mutter von zwei Kindern kostenfreie Kitas und zuhören, einfach so reden, wie wir alle reden und nicht irgendwelche Politfloskeln. Ich glaube, das ist erstmal die Voraussetzung. Dann aber ist es klar, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie rackern sich ab und am Ende des Monats reicht es dann doch irgendwie nur knapp. So ungefähr, ich kann mir meine Wohnung nur knapp noch leisten. Ich bin irgendwie unter Druck im Job. Da ist immer mehr, was ich tun muss und ich habe immer weniger Zeit für Familie, für Partner. Also das heißt, wir müssen wirklich das Leben der Menschen berühren mit unserer Politik. Die Themen AfD, CSU und Flüchtlingspolitik. Ranglotzen statt hetzen, so das Motto Kohnens. Lieber sagen, wie machen wir es denn jetzt eigentlich? Und, wie machen wir es denn? Schaffen wir es denn finanziell auch? Integration ist ein großes Thema. Naja, ehrlich gesagt, wenn Sie beobachten, wie die Flüchtlinge hier in Bayern daran gehindert werden, am Arbeitsmarkt endlich anpacken zu dürfen, arbeiten zu dürfen, dann ist das einfach völlig falsch. Die Flüchtlinge müssen die Möglichkeit bekommen. Und da sagen ja auch viele Leute, warum können die denn nicht arbeiten? Warum arbeiten die nicht? Warum tun die nichts? Weil die Regierung sie daran hindert. Und das ist doch einer der Punkte, die mich übrigens auch maßgeblich aufregt, weil ich sage, Integration funktioniert nur, indem du die Leute reinholst. Mittendrin. Natascha Kohnen meldet sich zu Wort. Im kommenden Sommer wird der Wähler entscheiden, ob es vielleicht nur bei einer kurzen Wortmeldung bleibt.